Hey ho, Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um die Base mal wieder. Die Base, die Base ist das Wichtigste. Und zwar geht es um die neuen Puderprodukte von Huda. Und zwar diese neuen Glowish Puder, die Puder, Bronzer, Highlighter. Und wenn ihr sehen wollt, was ich dazu sage und wie ich das Ganze finde, bleibt dran. Es geht direkt los. So, jetzt können wir endlich mal die Sachen von Huda testen. Es ist so geil. Ich habe, es waren gerade Ferien. Ich habe, glaube ich, vor 2 Wochen das letzte Video gedreht. Also das, was ihr am Sonntag gesehen habt, habe ich gedreht. Irgendwann abends in der ersten Ferienwoche. Und habe dann seitdem quasi kein Video mehr gedreht. Und ich dachte so, oh Gott, ey, das verzögert sich ja alles ganz furchtbar nach hinten. Weil ich hatte relativ lange warten müssen auf die Huda-Sachen. Ich hatte bei Sephora bestellt Sachen von den neuen Glowish Huda-Produkten. Und hatte da eine Farbe zu dunkel. Und mir haben die Blushes gut gefallen. Und dann habe ich nochmal ein neues Blush geordert. Und nochmal eine andere Farbe vom Puder. Vom Puder von Huda. Und labarababa. Jetzt kann ich euch endlich die Sachen zeigen. So, auf Instagram habt ihr die schon gesehen. Und die mir intensiver folgen, haben schon Tendenzen mitgekriegt, was ich davon halte. Und wir nehmen heute die Sachen nochmal unter die Lupe. Ich fange einmal ganz kurz an und sage was zu diesem Produkt. Da hatte ich auch ein Video drüber gemacht, über diesen Multidew Skin Tint. Und was soll ich sagen, ich bin super traurig, weil ich finde den wunderschön. Also er macht ein extrem schönes Finish, tolles Hautbild. Nur irgendwie bei mir hält er nicht wirklich. Bei mir ist der... Ich habe das Gefühl, der wetzt sich bei mir unfassbar schnell ab. Ich habe den auch in meinem Insta-Sale, Jenny's Highlights Insta-Sale heißt es auf Instagram, falls ihr den gerne ausprobieren wollt. Es ist eigentlich wirklich schön und ich kenne auch Leute, die den gerne tragen, aber bei mir hält er einfach irgendwie leider nicht. Als der rauskam, kam auch die Bronzer und da hatte ich mir den Bronzer in der Farbe... Ich glaube, Light Medium bestellt, also die 02. Und auch da, ich fand die Textur ganz toll und war also begeistert. Aber leider war mir die Farbe einfach viel zu hell. Und ja, deshalb habe ich mir nochmal eine dunklere bestellt. Das ist jetzt die 03 Tan Light und da wird ein Schuh draus. Den benutzen wir heute auch auf jeden Fall. Dann habe ich 2 Puder von den neuen Pudern und ich hatte mir zuerst bestellt die 04 Light Medium. Das ist dieser Ton und der ist bei mir wirklich sehr grenzwertig. Also ich kann den tragen, aber er ist ein bisschen dunkel. Und dann habe ich mir nachgeordert die 02 Fair Light. Und ich zeige euch die jetzt einmal im Swatch. So, ich glaube, die kann man nicht so toll swatchen. Das ist der 02 und das ist der 04. Wobei echt diese 04 ganz gut. Ich meine, okay, ihr seht jetzt die Farbe. Dann könnt ihr euch schon mal so ein bisschen ein Bild machen. Könnt ihr sehen, was das für eine. Das ist fast cremig. Also, es hat eine ganz, ganz tolle Textur, muss ich sagen. Mir gefällt das extrem. Ich glaube sogar, dass die beiden Farben gemischt bei mir auch super wären. Genau, das sind die beiden Farben vom Puder. Zu dem Puder gibt es zu sagen, dass sie, Huda, trägt das mit einem Schwämmchen auf. Also sie trägt das so streifend mit einem Schwämmchen auf in ihren Videos. Ich komme da nicht so gut mit klar, aber ihr wisst auch, ich bin auch kein Schwämmchentyp. Ich mag es lieber mit einem Pinsel, aber das zeige ich euch gleich, wie ich das auftrage. Die beiden Sachen habe ich und dann habe ich 3 von den 4 Rouges. Ich habe die 01 Healthy Peach. Healthy Peach. Die habe ich nachgeordert, weil ich die schön fand. Aber ich sage euch gleich, Healthy Peach ist mir zu hell. Dann habe ich die 02 Caring Coral. Und die 04 Charming Cherry. Und dazwischen gibt es, glaube ich, noch so einen Beerigen. Den würde ich mir vielleicht auch mal im Sephora einfach angucken. Aber der Charming Cherry ist so schön. Oh, die
So schön, die Sachen. Genau, und wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach so, wir tragen jetzt mal auf. Wir fangen jetzt einfach mal an und ich guck mal, was ich für Pinsel... Also ich glaube, ich nehme heute mal... Ich habe mich noch nicht entschieden endgültig, was ich für dieses Glowish Puder für Pinsel benutze. Ich probiere heute mal den Masterface von Sonja. Und ich habe schon drauf Folgendes. Das Glotion von Tarte, weil ich das wirklich extrem toll finde. Meinen absoluten Lieblings-Concealer von Milk in der Farbe Buff. Und unterm Auge schon ein bisschen gesettet mit dem Laura Mercier Secret Blurring Powder for Under Eyes, so wie ich das eigentlich echt immer mache. Auch gerade wenn ich Puder-Foundations benutze, sonst auch mache ich das wirklich so, dass ich erst Concealer mache, dann sette ich den Bereich unter meinem Auge und dann mache ich Puder-Foundation. Ich habe auch hier schon ein bisschen Concealer, habe quasi meine Rötung schon so ein bisschen abgedeckt und genau eben so würde ich das machen. Und dementsprechend geht es jetzt einfach direkt los mit dem Puder. Es kommt sehr viel Produkt auf den Pinsel und ich würde jetzt einfach mal das Puder so ein bisschen in die Haut einarbeiten, ein bisschen so stempeln und buffen, so wie ich auch einfach eine Puderfoundation benutzen würde. Und oh mein Gott, einen nahen Pinsel. Es hat auf jeden Fall Deckkraft, muss man sagen. Aber nicht große Deckkraft. Ich muss ein bisschen aufpassen hier im Augenbereich. Meine Augen tränen schon wieder. Jetzt mache ich hier das Puder nass. Es hat Glow. Und auch so Mini-Glitzer, muss man einfach sagen. Also muss man sich bewusst sein. Und ich finde aber, es macht einen ganz tollen Glow. Also es macht keinen specky, glitchy Glow, sondern so einen soft matte Glow irgendwie. Hier ist nicht. Hier ist es drauf. Wisst ihr, könnt ihr erkennen, was ich meine? Ich muss mal meine Brille aufsetzen. Was ihr für einen Unterschied seht. Hier ist Huda. Und hier ist... kein Huder. Ihr könnt auch sehen, dass hier deutlich die Deckkraft erhöht ist im Vergleich zu hier. Wobei hier habe ich sowieso diese Ansammlung von Pigmentflecken, wo ich immer so ein bisschen dunkler bin. Aber trotzdem, ja, mir gefällt das sehr gut. Ich mache mal kurz die andere Seite, damit ihr sehen könnt, wie sich das angleicht. Ich versuche auch mal hier ein bisschen, also diese Ansammlung hier hinten, die kann ich selten richtig abdecken. Aber ich finde schon, dass man auch sieht, dass sie ein bisschen weniger wird. Für mich ist das auf jeden Fall ein richtig schönes Puder. Ich kann das nur im Moment wirklich ohne Setting Spray, geht das auf keinen Fall. Dann ist es mir ein bisschen zu trocken. Und da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also ich finde, wenn ihr sehr trockene Haut habt, ist es vielleicht... ja, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also da müsst ihr wirklich gut gepflegte Haut haben, also eure Haut gut vorbereiten, einen schönen Primer benutzen, der schön feuchtigkeitsspendend ist. Nicht, dass es euch am Ende doch zu trocken ist. Da müsst ihr mal gucken. Und so sieht das aus. Ich hole euch mal ein bisschen näher. Hello. Ich finde das Ergebnis richtig schön, weil es sieht nämlich aus, als hätte ich überhaupt gar keine Foundation drauf. Also es gibt nichts, was sich großartig absetzt. Und es fühlt sich tatsächlich jetzt auch noch ein bisschen cremig an. Aber bei mir spannt es ein bisschen jetzt. Also bei mir ist wirklich im Moment, bei mir spannt gerade alles. Glaubt mir echt, bei mir spannt alles. Ich finde das Puder richtig schön. Ich habe es auch schon... tagsüber getragen und finde auch die Haltbarkeit sehr schön. Halleluja, zum Glück, weil ich hatte schon Schiss, dass das vielleicht von der Haltbarkeit so ein Problem ist wie das Flüssige. Aber nein, ich finde, es hält richtig toll und ich finde auch, dass es bei mir einen Weichzeichner-Effekt hat. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber meine Haut sieht sehr, sehr ebenmäßig aus. Und ich habe nämlich schon gehört von einigen, dass das auf den Poren nicht so schön aussieht.
auf vergrößerten Poren, aber wenn ich jetzt meine Poren hier angucke, die sehen aus wie immer. Also die sind nicht weg, aber sie sind auch nicht mehr da, finde ich. Ich finde es schön. Kommen wir mal zu dem Bronzer. Ich habe jetzt die hellere Farbe nicht mehr, die ist schon in meinem Sale weggegangen und kann sie euch deshalb nicht vergleichen, aber guckt euch ruhig mein Video dazu an, dann seht ihr wirklich, wie die Farbkombi ist. Ich gucke jetzt mal, weil die Produkte sind alle irgendwie cremig. Ich gucke jetzt mal, ob das mit diesem Pinsel hier funktioniert. Der ist neu! Oh! Und zwar ist das der Sonia G Face Pro. Ich konnte den beim Gift Card Event ergattern. Das ist ein Pinsel, der ist wirklich, seitdem ich mich für japanische Pinsel, Echthaarpinsel interessiere, ist der nicht in Stock. Und jetzt war er in Stock und ich bin so happy, ey. Ich wollte den die ganze Zeit haben, der stand schon immer auf meiner Wunschliste. Und jetzt habe ich ihn und es funktioniert hiermit sehr gut. Ich glaube, das ist, wird auch mein neuer Lieblings-Bronzer-Pinsel. Sonst ist das ja der Sonia G Face, nee, Sculpt One. Ich glaube, der wird jetzt erstmal ein bisschen leiden, aber hiermit funktioniert das so toll. Es lässt sich, ihr könnt es ja sehen, so schön Blurring auftragen. Also, ja, toller Pinsel, ehrlich. Ich bin richtig happy. Ich bin so glücklich. Ich habe richtig mir einen Wecker gestellt und habe wirklich so gedacht, oh Gott, wenn du den wieder verpasst, na, dann wirst du nie wieder die Chance kriegen, den zu bekommen. Das ist ja einfach bei diesen Pinseln so eine Sache, ne? Das, man muss da schon schnell sein. Und ich finde, erstmal, ich finde die Konsistenz des Produktes wundervoll. Und ich finde die Farbe sehr schön jetzt. Das andere war mir halt viel zu hell. Und ich bin absolut begeistert von dem Bronzer. Der gefällt mir außerordentlich gut. Könnt ihr sehen, fügt sich schön ein, hat eine schöne Bewegung auf dem Gesicht. Und ja, ist wirklich nichts dran auszusetzen. Ich finde, da hat Huda wirklich was Tolles gemacht. Also ich muss wirklich sowieso sagen, ich werde zum Huda Beauty Fan. Ich hätte das nie im Leben gedacht, aber es wird immer, es kommen immer mehr Sachen raus, wo ich denke, wow, geil, wie bist du denn da drauf gekommen? Und ich erwarte noch viel, also ich erwarte noch Großes, denn jetzt haben wir viel so Concealer, viel so Foundation, Puder Produkt Gedöns gehabt. Ich denke mal, Concealer wird vielleicht als nächstes kommen. Sie hat ja so einen sehr Full Coverage Concealer, den habe ich nicht. Da könnte ich mir vorstellen, dass da als nächstes irgendwie was kommt. So, ich habe mal ganz kurz meine Wimpern ein bisschen gemacht und meine Augenbrauen. Und jetzt machen wir Rouge. Yes. Ja, also ganz ehrlich, für mich das Highlight aus der Kollektion tatsächlich die Rouges, weil die haben eine derart geile Konsistenz. Ich will euch die jetzt mal ganz kurz swatchen. Das ist einmal dieser Healthy Peach. Der mir halt, ja, der ist mir einfach zu hell. Caring Coral und Charming Cherry. So, Healthy Peach, Coral und Cherry. Und ja, ihr könnt schon sehen, also der Healthy Peach ist einfach, ja. Ich hatte gehofft, weil ich ja noch nach so einem mördermäßig geilen Peachy Blush suche, dass der mich irgendwie glücklich machen würde. Ich werde den jetzt hier das letzte Mal benutzen und dann in meinen Sale packen. Ich werde euch einfach mal zeigen, dass man, also ich glaube, dass auf, ihr seht nichts wirklich. Also bei mir sieht man so gut wie nichts. Vielleicht jetzt so ein Hauch und ich glaube, da wird jemand anders bestimmt mit glücklicher. Deshalb, also der Healthy Peach, der wird jetzt weggepackt, weil das macht einfach keinen Sinn. Ich werde den nicht benutzen. Da freut sich vielleicht jemand anders drüber. Und deshalb gleich wieder zu und auf den Stapel für den Sale. Aber jetzt, pass auf, Caring Coral. Caring Coral ist halt genau meins. Ihr wisst, ich mag gerne korallfarbene Blushes. Das ist so mein, fast mein Standard, so Korall oder so Rosé-mäßig. Und guck mal, also es ist wunderschön. Gerade hier, ich benutze ja gerne zwei, also das hier vorne, ne? Und
Also ich finde das wirklich toll. Ich finde die Textur schön. Ich finde die Haltbarkeit schön. Ich kann ganz toll damit arbeiten. Ich kann es schön aufbauen. Es gefällt mir richtig gut. Ich gehe jetzt hier mal so ein bisschen, um das ein bisschen zu verblenden, einfach hier so rüber. Und das finde ich ganz toll. Und dieses Cherry, das ist deutlich, deutlich intensiver. Ich gebe mir das jetzt mal hier hinten hin. Und das finde ich, also gerade die Kombination, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich diese beiden Blushes einfach immer in Kombi benutze, weil ich benutze ja oft zwei Blushes, nicht immer, aber oft. Und gerade jetzt für diesen Look mit dem hochgezogenen Blush auf den Augenbrauen ist diese Kombination von den beiden einfach für mich perfekt, wirklich, finde ich richtig cool. Und kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Wie gesagt, es gibt noch einen Beerefarbigen, aber Beere ist ja immer nicht so ganz mein Ding. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass ich mir das noch holen werde. Aber guck mal, ich habe jetzt keinen Highlighter oder irgendwas drauf, sondern einfach nur die Produkte von Huda. Und mir gefällt es extrem gut, ehrlich. Mir gefällt es richtig, 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 richtig gut. So, ich mache mir mal ein bisschen Setting Spray drauf. Jetzt einfach hier von Huda, nicht von Huda, weil ich glaube, das ist sehr stark parfümiert. Von Tarte, das Maracuja Miracle Mist, ich liebe das. Und mein neues Spielzeug. Ich halte es falsch rum, schon wieder. Ich bin so bekloppt, die Kuss, ey. Ehrlich, ich fand das ja immer ziemlich behämmert mit so einem Ventilator, aber tatsächlich ist das total erfrischend. Also es ist wirklich cool und das trocknet auch viel schneller und ja, Gimmick, nettes Gimmick, definitiv. Meiner ist jetzt hier von Revolution, den habe ich bei Asos bestellt und im Sommer bestimmt ziemlich cool, wenn man eh schon so ein bisschen hot ist. Ich glaube, dann ist es gut. Jetzt guckt euch das mal an. Ich ziehe euch jetzt noch einmal näher ran, dann könnt ihr sehen, wie gut das auf meiner Haut sitzt. Das sitzt richtig schön auf meiner Haut. Richtig glowy, natural. Es ist schon... Ja, also das ist wirklich so ein Look, den trage ich auch tatsächlich häufiger mal. Kein Augen-Make-up, sondern einfach nur so. Es ist schon recht glowy, ne? Und ich habe nicht mal Highlighter benutzt. Keinen Highlighter. Mhm. Ja. Ich weiß, irgendwer beschwert sich immer, dass ich an meinen Haaren rumfummel. Sorry, ist so. Werde ich mir nicht abgewöhnen. Mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Yes. Ich finde es richtig geil. Also, ich wollte euch ja die ganze Zeit schon ein Video über diese Produkte drehen und jetzt habe ich es getan und ich konnte sie dadurch natürlich auch schon ein bisschen mehr benutzen, weil ich dieses sich alles so verzögert hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert von allen Puderprodukten, die sie jetzt rausgebracht hat. Ich finde das Puder... Ich finde das Puder wirklich, wirklich toll. Also gerade so als letzten Schritt, ich mache ja gerne nochmal, also oft ist es auch so, zum Beispiel ich nehme Foundation, mache dann ein bisschen Setting Powder, also am liebsten das von Milk drüber und gehe dann zum Beispiel mit dem, mit der Puder Foundation von Fenty einfach nochmal so, poliere alles nochmal so ein, könnte ich mir hiermit auch wirklich gut vorstellen. Dann, wie gesagt, den Bronzer. Ich finde den richtig toll in der Farbe. Ist er jetzt so richtig schön. Nicht so drüber, sondern so wirklich toll. Ja, und die Blushes. Ich bin ganz, ganz begeistert. Was ich nicht so geil finde, irgendwie, dass sie die gleichen... Sie sind ein bisschen unterschiedlich von der Farbe. Nee, sind sie nicht. Sie haben die gleiche Farbe, oder? Na, sie könnten einfach die Farbe haben, die das Blush hat. So, damit wir auch was zu nörgeln haben. Ich bin begeistert, ich finde die Sachen schön und ja, wenn sie euch interessiert und ihr habt noch auf eine Review von mir gewartet, was ja tatsächlich einige machen, dann, ich finde es toll.
passt einfach ein bisschen mit den Farben auf. Vielleicht gibt es da, ja, dass man mal gucken kann im Laden. Bei den Blushes, der helle ist, also der 01 ist wirklich sehr, 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 sehr hell. Wer das gut findet, haut raus. Für alle anderen seid gewarnt. Und ja, das ist es schon. Das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt hat das Kind wieder Schule und ich kann wieder ein bisschen mehr Content. Eigentlich habt ihr hier auf YouTube ja gar keinen Content vermisst, weil ich hatte ja vorgedreht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich konnte nicht so zeitnah irgendwie agieren. Jetzt wird alles wieder gut. Ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.